Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Deutsch Ex Human Revolution. Immer noch so wenig Luft bekommen, aber ja, sei es drum. Wir sehen ganz viele neue Punkte, Pfeile, mit denen wir, wo wir mit Leuten reden können, sehen können. Ich denke darüber nach, meinen Pitbull augmentieren zu lassen. Mit ein paar Cyberpfoten, Cybergebiss und so. Was sagst du dazu? Augmentieren? Ja, Mann, das sollten wir. Wie heißt das nochmal? Registrieren? Patronieren? Patentieren. Ja, patentieren. Lassen wir den Scheiß patentieren. Dokumentieren. Ja, wir werden reich, Mann. Ja, vielleicht auch nicht. Scheiß Optis. Machthungrige Bastarde. Alle miteinander. Okay. Diese Stadt ist eine einzige Gosse und daran wird sich nie was ändern. Du hältst das schon für schlimm? Warte, bis die UNO dieses Gesetz verabschiedet. Dann ist ganz Detroit ein einziger Gang. Hab ich doch gesagt. David Sirin hat diese Stadt nicht gerettet. Er hat sie in Reiche und Arme aufgespalten. Verdammt richtig. Ich humple seit 10 Jahren. Aber habe ich das Recht, optimiert zu werden? Nein. Und selbst wenn, wie soll ich mir dieses Medikament leisten, dieses Neuropropozid? Neuropozid. Wie auch immer. Das würde mich meinen Arsch kosten. Tja, das Neuropozin stellt echt ein Problem dar, ne? Für alle Leute. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich kletter einfach gerade aufs Dach von irgendeinem Gebäude und gehe in eine Tür rein. Ich weiß auch nicht, was ich hier tun sollte. Außer Kartons durch die Gegend eben zu werfen. Welche Sicherheitsstufe? Okay, kann man nicht hacken. Schade. Okay, ist halt so ein Ding, aber das kann man nicht öffnen. Huh. Aha, ich habe keine Ahnung, wo wir sind gerade. Oder wo wir hin müssen. Oder warum ich hierher gegangen bin, reingegangen bin. Mein Klettern können wir an sich ja nicht. Aua. Ja, ich sollte dies. Ach, hier sind wir. Ach, da sind wir einmal. Ach, toll. Toll. Oh. Oh. Ah, ich habe die Taste gefunden zum... Ach, so wirft man Sachen. Wie geil! Macht nur so. Kann man ja auch Leute abwerfen damit? Nein. Nimm den jetzt weg. Kann ich den mitnehmen? Ist mir bewusst der Ball. Woo! Wie cool das mit dem Ball finde ich jetzt mal mega. Ah. Ich habe herausgefunden, wie man diese Gegenstände werfen kann. Wow.
Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich verfolge gerade aktiv gar keine Mission. Ich gucke mir einfach alles an, gerade einfach mal. Hallo. Okay, okay, dabei wollte ich dich jetzt nicht stören. Hoffentlich bist du nicht auf Ärger aus, Kumpel. Das wäre nämlich ein Fehler, der dir leid tun würde. Nein, bin ich nicht. Komm ich nicht hierher? Hallo? Wirf mal einen Blick in den Spiegel. Was bist du, ein verdammter Supersoldat oder so? Hab davon im Radio gehört. Lazarus ist echt cool. Nicht wie diese Schlampe Eliza. Hast du gehört, was Lazarus gesagt hat? Dieses Land geht den Bach runter, Mann. Staaten wollen sich aus dem Bund lösen. Hey, verschwinde! Das hier geht dich nichts an. Okay. Ich lass mich von Tibos nicht mit einem Lötkolben verkuppeln. Die sind eklig. Also ich finde die irgendwie cool. Ja, ist eine nette Abwechslung bei den ganzen alten Säcken, die Silas, oder den Typen auf See. Ja, dieser No-Post-Stopp. Wahrscheinlich schon. Hallo. Hey, Schätzchen, du bist ja süß. Ja. Ja, dieser No-Post-Stopp, den die Optis nehmen. Nee, Mann, ich mach's nicht mit Optis. Ja, diese. Frag mal die beiden da. Die können dir vielleicht weiterhelfen. Warum denn nicht? Ja, frag mal die beiden da. Die können dir vielleicht weiterhelfen. Großer. Ja, dieser No-Post-Stoff. Hey, Schätzchen, du bist ja süß. Zeigst uns mal, was du unter deinem Mantel hast? Zeigst uns mal, was du unter deinem Mantel hast? Klar. Ja, dieser No-Post. Willst du heute Nacht ein bisschen Spaß haben? Hey, Großer. Eine Zuckerschnute wie dich hatte ich lange nicht. Ja, dieser No. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Wie? Ja, okay, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, ja, jetzt abgelehnt. So, da drüben sind dann die Menschen, mit denen ich eher nicht so. Wir speichern mal eben und gucken, wie nah wir denen kommen dürfen. Weil die sind nämlich grau angemarkert. Was fällt dir ein, mir einen Freier in der D-Row zu buchen? Was, wenn irgendwas schief geht? Wie soll ich da bitte wieder rauskommen? Keine Was geht, Süßer? Brauchst du was? Keine Sorge, Baby. Ich hol dich da raus. Bist du irre oder was? Die werden dich wohl kaum durch die Vordertür reinlassen. Im dritten Stock des Nachbarhauses gibt es einen Zugang. Das ist DRB-Gebiet, Arschloch. Mach keinen Scheiß. Wie bitte? Deine Wegen kriege ich doch nicht durch die Scheißkanalisation. Ja. Ach so. Kann man sich die Stockwerfe stellen? Okay. Also wir sind auf dem rechten Weg. Zumindest, also ich möchte auch ganz gerne momentan die. Adam, haben Sie den Neuralknoten schon? Sie verlangen von mir einen Einbruch in ein Polizeirevier, Boss. Das dauert ein Weilchen. Okay. Wenn Sie im Eingangsbereich mit Reden nicht weiterkommen, gibt's draußen bestimmt noch einen anderen Zugang. Hinten oder auf dem Dach. Ein Frontalangriff muss der letzte Ausweg bleiben. Schicke Brille. Aber es ist dunkel, Sie Blödmann. Danke. Ich meine, wir können ja einmal reingehen, ne? Hey, Jensen, lange nicht gesehen. Sie sind wegen Wayne Haas hier, oder? Er ist im Moment der diensthabende Officer. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was passiert. Ich meine, solange ich noch nicht nirgendwo einbreche oder dergleichen. Zu schwer. Ich dachte, man kann da immer was holen. So, die Zeitung haben wir immer noch gelesen. Hallo. Ich wette, Sie waren heute nicht bei der Limp-Demo, oder? Die Humanitätsfront hat dort gegen das Recht der Leute protestiert, Körper und Geist zu optimieren. Es geht mich ja nichts an, aber ich finde, Leute, die sich freiwillig augmentieren lassen, geben ihre Menschlichkeit auf. Also, ich habe mich nicht freiwillig.
Missing. What the fuck? Was ist er denn für einer? Wanted. Meine Leute haben unermüdlich nach einer friedlichen Lösung gesucht. Und ich möchte mich hiermit ausdrücklich von den Methoden der Geiselnehmer distanzieren. Wenn ich Sie wäre, würde ich der D-Row nicht zu nahe kommen, Mister. Die Argus behalten jeden im Auge. Zumindest die, die von Leben sind. Ja? Was wollen Sie? Informationen. Dann gehen Sie zur Rezeption, Junge, anstatt meine Zeit zu verschwenden. Nicht diese Art von Informationen. Ich will Informationen über Seraph Industries. Und ich will, dass mir Eliza Kassan einen bläst. Also träumen Sie weiter, Dosenöffner. Sie haben in der Sache kritische Beweise bearbeitet. Ich will alles darüber wissen. Erstens weiß ich nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Und zweitens, selbst wenn ich es wüsste, wäre es mir scheißegal, was Sie wollen. Und jetzt schwingen Sie Ihren Hightech-Arsch hier raus, bevor ich Sie bearbeite. Der hat sich sehr kooperativ gezeigt. Überhaupt verschiedene Möglichkeiten. Hast du es nicht in den Nachrichten gesehen? Eliza hat es erwähnt. Eine Geiselnahme und eine Demo an nur einem Tag. Bald wird das Kriegsrecht ausgerufen. Lazarus hatte recht. Was ist denn Lazarus? Suchen Sie was? Die haben alle das Gleiche an. Immer diesen komischen Kragen. Ist es momentan Mode, ja? Hallo? Ja, ja, warten Sie mal eine Sekunde. Scheiße. Jensen? Haas. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Tja, ich schätze, Sie können besser auf sich aufpassen als ich. Ich habe keine Zeit für Ihr Selbstmitleid. Ich muss in die Leichenhalle. Das ist alles? Vergessen Sie es! Ich weiß nicht, was mit der Leiche da unten los ist, aber meine Befehle kommen von ganz oben. Niemand darf rein. Und Ihre ersten Worte nach fast 2 Jahren sind, dass Sie was von mir wollen? Hätte ich Ihnen einen Befehl geben sollen? Im Befehle befolgen waren Sie einmal ziemlich gut. Verdammt! Wie können Sie nur so selbstgerecht sein? Glauben Sie, mir gefällt das? Sehen Sie mich an. Vom SWAT-Commander zum Bleistiftschubser in einem mickrigen Revier. Ich brauche von Ihnen keine Zurechtweisung. Das habe ich schon zu Hause. Entweder lassen Sie sich was Besseres als sonst einfallen oder Sie vergessen es einfach. Immerhin sind Sie zu mir gekommen. Sie sind wütend, nur haben auch das Recht, aber ich muss in diese Leichenhalle. Ich kann mich jetzt mit unserer Vergangenheit nicht mit... Ich weiß, es ist so riskant, aber ich muss in die Leichenhalle. Okay, hören Sie. Sie sind wütend und haben auch das Recht dazu. Ich bringe Sie in eine unangenehme Lage, aber ich muss in diese Leichenhalle. Sie kriegen deshalb keinen Ärger. Ich bin immer in einer unangenehmen Lage. Ich fasse es nicht. Da habe ich gerade mein Leben wieder im Griff und dann tauchen Sie auf. Sie wissen, dass alles vorbei ist, sobald ich diese Tür öffne, richtig? Ich kann von Glück reden, wenn ich nur gefeuert werde. Ist es wirklich so wichtig? Sie haben recht, ich gehe dabei kein Risiko ein. Deshalb werde ich Sie zu nichts zwingen und ich werde Ihnen auch nichts vorwerfen. Was da vor 2 Jahren passiert ist, ich weiß, dass Sie das fertig macht. Wir sollten mal drüber reden. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Alles geht auf diesen einen Tag zurück. Ich habe einen Jungen erschossen, aber da war er schon tot. Er hat entschieden, eine Waffe zu werden und mit seinen Augmenten wäre er durch uns alle einfach durchspaziert. Deshalb sind Sie weggelaufen, weil Sie damit nicht klargekommen sind. Niemand verurteilt Sie und deshalb bin ich auch nicht hier. Geben Sie mir einfach, was ich will. Er war 15, Hass. Wir machen alle Fehler, Wayne. Niemand gibt Ihnen die Schuld daran. Sie müssen das glauben und sich selbst vergeben. Sonst können Sie die Sache nie hinter sich lassen. Sie herablassender Idiot! Wissen Sie, wer wirklich schuld an allem ist? Sie! Sie haben mich hängen lassen! Der Schießbefehl war ganz allein Ihre Verantwortung. Aber Sie haben alles auf mir abgeladen und Sie wussten, dass ich nicht stark genug war, mich zu weigern. Alles ist allein Ihre Schuld! Ich weiß nicht, ich würde die ganze Zeit... Wayne, es war eine üble Situation. Sie haben nichts falsch gemacht. Das weiß ich, verdammt. Das habe ich ja gesagt, es war Ihre Schuld. Aber das würden Sie ja niemals zugeben. Dafür sind Sie viel zu dumm. Vergeuden Sie nicht länger meine Zeit. Verschwinden Sie aus meinem Leben. Ich will mal so sagen, dieses Soziale... Hey, Boss. Wie wichtig ist Ihnen dieser Neuralknoten?
Wenn mehrfacher Mord nötig ist, um ihn zu kriegen, sollten Sie sich zurückziehen und einen unauffälligeren Zugang suchen. Von der Außenseite des Gebäudes. Ja, toll. Hast du es nicht in den Nachrichten gesehen? Diese Büros sind für Zivilisten gesperrt, Sir. Gehen Sie da nicht rein. Ja. Ich sage ja, dieses Sozial... Ich weiß überhaupt nicht... Man sieht schon, da ist Mimik und dergleichen im Spiel, das ziemlich genial gemacht ist, aber ich weiß einfach nicht, das überhaupt nicht einzuschätzen. Jensen, ich habe eine Nachricht für Sie von einer Ihrer früheren Kolleginnen, Detective Alexander. Jenny, was wollte sie? Sie sagte, sie könnte etwas Hilfe brauchen, falls sie an der Grand River Road vorbeikämen. Und noch etwas. Es ist zwar großartig, dass Sie wieder im Dienst sind, aber ich bin nicht Ihre Sekretärin. Warum denn nicht? Wie viele Missionen haben wir jetzt in dem Polizeirevier? Wir haben diese Hauptmission und den Neuralknoten. Dafür müssen wir eh nochmal rumlaufen. Also wir haben den Neuralknoten, den wir zurzeit finden müssen, an der Leiche. Und dann diverse Nebenmissionen. Hey, willst du mich nicht reinlassen? Bitte gehen Sie weiter. Okay. Boah, ich weiß schon, Sie haben kein Kleingeld. Ist schon okay, Mann. Wir haben alle unser Kreuz. Okay. Scheiß Optis. Machthungrige Bastarde, alle miteinander. Das ist jetzt nicht nett, ne? Für wen halten Sie sich eigentlich? For the Queen of the Year. Die Frage ist, war das jetzt so clever? Ich glaube nämlich nicht. Und warum ist überhaupt so ein Gang, der einfach unter Strom steht? Es ist nicht leicht, das Spiel. Nein, sollte ich mich schlecht fühlen, dass ich die ganze Zeit alles... In dieser Stadt gibt's alles. Schicke Brille. Aber es ist dunkel, sie blöd Mann. Ja, den Spruch, den hatten wir schon heute. Bin langsam langweilig, ne? Oh, Bier. Falls Sie irgendwelche Purity First Aktivisten sehen, melden Sie sie bitte. Wir wollen hier keinen Ärger. Okay. Aber... Ich muss durch diesen Gang, um hier reinzukommen, oder eben... Scheiße. Und wo ist die Kanalisation? Da komme ich rein. Okay. Das müsste doch dann hier sein, oder? Guck mal. Ungefähr hier. Durch diese Apartments oder hier durch. Also nach da. Oh, bitte. Du hältst Purity. Die First doch nicht im Ernst für Freiheitskämpfer. Blue Line, Green Line, Station. Oh Mann, Eliza ist dermaßen heiß. Gibt's ein Problem, Sir? Der Shiakim ist viel hübscher. Schicke Jacke. Ist das eine Hyman aus Leder? Was geht, Alter? Hast du dich verlaufen? Ja. Mia Shiakim ist viel hübscher. Ich finde, die UNO sollte die Augmentierungstechnologie regulieren. Liebe Freunde, ich bin zwar komplett verwirrt zurzeit. Ich hoffe, das legt sich vielleicht irgendwann mal.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.